Leute, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Letztes Mal sind wir in Goronia angekommen, die Stadt der Goronen, und diesmal werden wir uns ein bisschen hier umsehen, gucken, was wir hier so finden. Wir sind ja auf der Suche nach diesen heiligen Juwelen oder was auch immer. Und dafür müssen wir uns zum Todesberg aufmachen. Da sehe ich schon, da haben wir ja so eine kleine Bombenfrucht. Ich nehme die mal auf hier. Ja. Ach, die kann ich ja nicht aufnehmen. Stimmt, da brauche ich ja irgendwelche Handschuhe oder sowas. Okay. Gehen wir mal hier lang. Ach, hier ist zu, ne? Oh. Da sollte ich vielleicht kurz aus dem Weg gehen. Wenn der Junge hier am Rumcruisen ist. Bam, bam. So. Was haben wir echt da? Was ist da drin? Nein! No. Okay. Mal. Ist da noch was? Ah, jetzt mach doch mal die Kamera richtig hier, bitte. Ah, da ist tatsächlich was. Was ist hier? Hier ist auch was. Ha. Huh. So viele Wege. Huch. Ja, ist einfach mal Lava. Was ist das hier? Hallo? Kann ich hier was bestellen hier? Einmal Pommes? Nicht? Ich hasse diese Steuerung. Es ist so verdammt schwierig, mit Sticks zu kontrollieren, das Ganze. Aber wir kommen hier nicht weiter. Und ich finde es gut, dass wir einfach mal so in Lava stehen konnten, oder dass uns irgendwie getötet hat oder so. Muss an den Super Pommes liegen hier, die wir gekriegt haben. Aber alles cool. Dann gehen wir halt hier weiter. Mal gucken. Hier geht's gar nicht weiter. Hä? Ist hier nicht vorhin weitergegangen? Okay. Dann halt nicht. Kann ich hier balancieren vielleicht? Vielleicht. Aber eher nicht. Okay. Ach ne, hier waren wir vorhin. Okay. Jetzt muss hier so eine Scheißfliege von meiner Fresse rumfliegen. Geh weg, du Scheißvieh. Du nervst. Boah, ich hasse Fliegen. So nervig. Okay. Geh doch weg, bitte. Okay. Gut. Wo geht's hier lang? Ich hab keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ich gehe einfach. Mann, bin ich nicht hierher gekommen? Ich glaube, hier bin ich hergekommen. Gehe mal einen Stockwerk runter. Okay, hübsche Zeichnung. Ja, echt keine Ahnung, was ich hier tun muss. Aber guck mal, da ist ein Dude. Hi! Na, du? Nur selten verirrtes Leute hierher, woher kommst du? Aus dem Wald? Was ist das? Wald? Was? Da wachsen Bäume und Pflanzen? Ja, das verwirrt mich. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Hier haben wir auch weder die Kokerne noch die Kunisse. Und selbst Dekostäbe findet man hier höchstens selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen, so drücke A, bevor er ganz abgebrannt ist. Apropos, ich habe irgendwo einen Stab versteckt. Okay. Das heißt, wir müssen was mit Feuer machen. Das Herzchen nehme ich natürlich gerne. Hier noch ein paar Rubinchen vielleicht. Ach, der Stab. Ja gut, wir hätten eh genügend Stäbe. Dann rüsten wir hier mal einen aus. Zack. So. Dann muss ich bestimmt hier Feuer machen. Die Frage ist, wo haben wir Feuer? Ist das hier Feuer bei den Donnerblumen? Könnt ihr mal ausprobieren. Also reden wir erstmal mit dem Dude hier. Ihr habt seinen Brand eingeschlossen. Es brach so hört aus dem Boden der Königsamt. Wir warten.
Okay, bin ich das dann? Der Bote der Königsfamilie? I don't know. Hier, pack deinen dicken Stab aus, Link. Nope, das brennt scheinbar nicht. Alles klar. Dann pack deinen dicken Stab wieder weg, Link. Komm, pack ihn weg. Los, dankeschön. Ja, was mache ich jetzt hier? Kann ich das hier unrampeln? Nee, ich meine so, unrampeln. Bam! Noppel die Noppel. Warte nochmal. Wer wartet auf den Boten? Komm, rede. Rede, du Hund! Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Okay. Ist das hier sein Raum, oder wie? Kann ich dir irgendwie Zeldas Brief auch in die Hand drücken? Oh, habe ich nicht mehr. Okay. Kann ich dir vielleicht was vorspielen? Nö, scheinbar willst du nichts hören. Alles klar. Ja, dann pennen mal wieder. Okay, wir brauchen hier irgendwo Feuer. Wo kriegen wir Feuer her? Da müssen wir auch was anzünden. Guck mal, da ist nochmal einer. Oder haben wir mit dem schon geredet? Nicht kämpfen hier. Ich habe solchen Hunger, dass ich nur ans Essen denken kann. Heiliger Stein? Du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte? Der Runier nahm ihn an sich. Danach schloss er sich in seinen Raum ein und hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Seit dieser Zeit ist es dunkel in Garonia. Die Dunkelheit macht uns depressiv. Alles scheint so sinnlos. Ich wünschte, jemand würde die Fackeln bei der Garon-Statue entzünden. Ich glaube, in Darunias Kammer findet man Feuer. Ach, was? Und wie komme ich da rein? Mensch, wenn ich da reinkäme, wäre ja alles schon vorbei. Ach, guck mal! Dahinter sind die Lost Woods. Da sind wir mal reingekommen, wussten nicht, was wir da anstellen sollen. Ja. Toll, der Runias Kammer ist Feuer. Nur wo ist diese Scheißkammer? Das ist doch die, die verschlossen ist. Sonst wäre er ja nicht da drin eingeschlossen. Er ist ein Bote. Also er wartet auf einen Bote. Auf einen Boten. Was ist das da? Soll ich da mal versuchen, drauf zu springen? Könnte man versuchen. Gehen wir nach oben und springen mal, so suizidgefährdet wir auch sind, einfach mal da drauf. Oder soll ich versuchen, auf diesen Seilen zu tänzeln? Das wird bestimmt nichts, aber man kann es ja mal probieren. Da hat es doch mehr Räume, warte mal. Erstmal alle Räume abklappern. Da hinten hast du doch noch einen Raum irgendwo. Da komme ich. Ah, da komme ich hin. Okay. Alles klar. So, dann möchte ich jetzt gerne. Ich jetzt gerne hier. Geht das? Es geht. Ah, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir packen das. Oh ja, reden. Hey, euer kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht, du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät, er ist fort. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich hierher führte? Du suchst einen heiligen Stein? Da musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stückchen davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Er ist gekommen. Bah, ekelhaft. Behalt deine Geschichten für dich. Vielleicht hat ihn Darunia weggenommen. Ja, hat er. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten.
Naruni hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Ja, ich bin doch dieser Bote. Mann. Lesen. Sieht aus, als hätte hier jemand etwas weggenommen. Ah, Mann. So, warte mal, dann möchte ich jetzt hier ganz kurz... So, ich möchte jetzt da unten irgendwie hinkommen. Na, da komme ich gar nicht hin. Dann kann ich hier so. Und da oben. Ja, könnte klappen. Und jump! Nein, du Pisser! Link. Mensch. Ah. Oh! Du stehst auf einem weichen Teppich, den nur Darunias Gäste betreten dürfen. Okay. Warte mal. Was passiert, wenn ich hier jetzt das Lied spiele? Aha! Feuer! Feu, feu! Gib mir dein Feu, feu! Du interessierst mich kein Stück, ich will jetzt erstmal Feu, feu haben. Aber so weit komme ich doch nicht, oder? Erstmal plündern hier. Oh, ein Stock. Jetzt mach doch das Ding kaputt, Link. Jetzt mach das Ding kaputt. Link. Danke. Okay. Noch ein Stock. Krass. Wollen wir erstmal Feuer machen? Komm, wir machen erstmal Feuer. So, das reicht dann bestimmt nicht. Vergessen. Okay, jetzt haben wir hier Feuer. Dann hier. Das reicht tatsächlich. Krass. Wieso dreht sich Link? Was zur Hölle? Und... Was sollte das? Ja, stoß mich mal ein bisschen herum. Na gut. Das Ding dreht sich. Okay. Schön. Dann reden wir mal mit dem alten Knacker da. Hi. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Kronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Wieso geht der Text jetzt so schnell? Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Aber... Dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Geht das nicht in deinen Schädel rein? Ja schon, aber... Was hat mir das jetzt gebracht, hier zu dir zu kommen? Pisser. Mensch. Ja. Dann gucken wir mal, was wir mit diesem komischen Teil machen können. Aber kann ich die Bäumchen vielleicht anzünden? Nope, kann ich. Doch, kann ich. Okay. Wo geht's hier lang? Ach, hi, Goronenladen. Gucken wir uns das mal an. Willkommen. Goronenrüstung. 200 Rubine! Du bist doch... Alter. Die nur Erwachsene passt. Oh, Mann. Rotes Elixier. Weißt du was? Wir gönnen uns mal ein rotes Elixier. Wir haben ja eine Flasche.
Da 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 da. Wunderbar. Genau, ja, ich weiß schon. Ja, danke schön. Okay, danke. Ja, echt nett, dass du mir das mitteilst, ja. Ja, und da haben wir nur noch Bomben. Alles klar. Nee, dann. Tschö. So, haben wir endlich mal eine rote Flasche. Rotes Elixier. Okay. Ein paar mehr Rubinen wären ganz nice, ehrlich zu sein. Ich denke, wir müssen uns irgendwann mal diese rote Rüstung kaufen. So, hat sie irgendwo? Wobei, das könnte eigentlich noch kloppen hier. Ich mir ein bisschen Feuer hole. So, so, und jetzt schnell. Schnell! Los, Link! Gib Gummi! Gib Stoff! Wo ist die Fackel? Da ist die Fackel. Huch! Muss ich nicht beide anzünden? Doch, ne? Okay. Ja gut. Was hat mir das jetzt gebracht? Oh, guck mal. Ah, da kann ich jetzt theoretisch den Gang zu den verlorenen Wäldern herstellen. Machen wir das doch mal. So. Boom, boom, boom. Wunderbar. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Haben wir einen Shortcut freigeschaltet. Also, ich würde jetzt gerne hier rein. Aber wie komme ich da rein? Ich warte mal. Bis er sich zu mir dreht. Mann, Link, du bist so eine Lusche. Ernsthaft. So eine kleine, miese Lusche. Alles klar, dann versuche ich das nochmal von oben. Vielleicht. Mal doch lieber von hier, weil mal nach einmal probiere ich. Bin ziemlich scheiße abgesprungen, muss ich dazu sagen. So, genau. Ah, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ja so. So, und... Jump! Okay. Wir versuchen es von oben. Okay, dann, wo geht's nach oben? Da? Da hinten? Vielleicht? Maybe? Possibly? Yep. Ich frage mich, kann ich die Bomben eigentlich aufnehmen, sobald ich sie hier angezündet habe? Vielleicht? Geht das? Die Frage... Nee, die explodieren wahrscheinlich zu schnell, oder? Geh mal weg, Digga. So. Ja, Rubinchen, vielen Dank. Oh, oh ja, geil. Oh, geil, so much money. So, dann. Ja, da brauche ich mir eine Bombe. Da hat es aber leider keine Bombe in Reichweite. Da wird das wohl nicht klappen. So, dann möchte ich jetzt gerne hier nochmal rüber. Komm schon. Ja, okay. Versuchen's. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, jawoll. So, dann würde ich sagen, sobald es sich wieder hier rumkreiselt, springen wir. Und zwar jetzt. Mann, willst du mich verarschen, du kleiner Troll? Mensch, gut, dann probiere ich das halt noch einmal. Ist mir wurscht. So, nächster Versuch. Und jump. Okay, man kann da nicht rein, oder wie? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ich bin jetzt perfekt da reingesprungen. Aber habe mich trotzdem rausgeglitscht. Ich deute das jetzt einfach mal als Zeichen, dass man da nicht rein kann. Oder warte mal, muss ich? Ich habe eine andere Idee. Huch, nee, da wollte ich gar nicht rein. Sorry. Kann man da vielleicht eine Bombe reinwerfen? Wenn man da nicht selber nicht reinspringen kann? Weil vorher war hier oben ja auch noch zu. Jetzt ist es plötzlich offen da drin, diese komische Vase. Vielleicht kann man da ein Bömmchen reinschmeißen.
gucken wir gleich mal. Aber dafür müssen wir hier irgendwo Bämmchen haben. Haben wir aber nicht. Wir haben tatsächlich nur da unten Bomben. Ah ne, hier haben wir eine Bombe. Das wird. Ah, aber ich brauche hier Feuer. Navi? Seriously? Komm, fick dich einfach, Navi. Fick dich einfach ins Knie. Fick dich einfach ins Knie. Vielen Dank für deine außerordentlich tolle Hilfe. Ja gut. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Geh da rein, du Pisser. Mann. Warte mal, ich mache jetzt noch einmal kurz mein letzter Gedanke hier. Komm, nimm's. Okay, ich kann ihn nicht in die Hand nehmen. Alles klar. Was tun wir denn? Ich hab keine Ahnung. Warte nochmal. Ich will nochmal ganz kurz mit dem Typen reden. Noch ein letztes Mal. Sache der Kronen, wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. I don't know. Also wir müssen auf jeden Fall die Höhle aufkriegen. Dodongos Höhle. Damit er glücklich ist. Aber er will meine Hilfe nicht annehmen. Ich kann ihm auch gar nicht helfen, solange ich die Bomben nicht aufnehmen kann. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas mit dem Teil hier machen. Ja gut. Ich überlege mir was, vielleicht. und dann würde ich sagen, was ist mit der Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, vielleicht habe ich bis dahin rausgefunden, was es mit diesem Ding hier auf sich hat. Es hat auch verschiedene Mimiken. Ja gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und...